Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Splatoon 2 Splatfest. Und wie ich sehe, haben wir dann in dem neuen Part hier schon mal gleich Glück, eine neue Map zu sehen, nämlich die Wandelzone von diesem Splatfest. Im letzten Part hatten wir reine Tunnelkuppel-Action. Das sieht dieses Mal anders aus, finde ich gut. Gefällt mir, Abwechslung ist toll. Oh mein Gott, echt, diese Teile hier gibt's? Die gibt's hier? Ist ja heftig. Das verändert ja das ganze Spiel. Im Prinzip kann man sich ja damit gegenseitig volle Kanne übelst killen, so. Overkill machen gegenseitig. Und wie heißt es dann bitte, wenn man davon gekillt wird? Heißt es dann, man wurde von Kanone oder sowas gekillt? Ey, ist ja richtig crazy. Und dann kommt die Sniper-Sphäre auch noch. Nein, geh weg. Ja, geht weg, alle. Alle weg. Okay, das interessiert mich dann schon. Also, ich fände es vielleicht mal ganz interessant, davon gekillt zu werden, weil ich sehen will, was dann da steht. Gekillt von Kanone oder was? Oh, Hilfe, Regen. Boah, ich dachte, der Sniper kommt jetzt hierher. Hab ich wohl falsch gedacht. Okay, aber die Map ist ja mal voll crazy. Boah, vor allem diese Kanonen, ne? Wenn sie doch einen damit treffen, ist man dann nicht One-Hit. Also ich denke mal schon ganz stark. Alter. Das ist ja richtig cool irgendwie. Also hier in dieser Wandelzone bauen sie immer richtig coole Ideen ein, muss man echt mal so sagen. Das Ding ist halt, dann weiß man nie, so soll man reingehen oder nicht, ne? Einerseits will man rein, andererseits denkt man sich dann natürlich, man muss aufpassen, weil wenn der... Wow! Hilf mir! Keiner hilft mir! Der entkommt sogar noch, der Typ. Ich glaub's ja nicht. Weil ich einfach komplett meine scheiß Bewegungssteuerung nicht richtig eingestellt habe. Ich habe schlecht gespielt und habe ihn dadurch entkommen lassen. Aber ich kann dich doch nicht immer entkommen lassen. Uah! Vielleicht auch doch. Vielleicht ist er ein Lucky One. Den musste ich mal killen kurz. Als Rache für meinen Kumpel. Ah, Double Kill. Mit Alice. Boah, ich würde halt schon irgendwie gerne mal mit einem dieser Kanonen so einen killen, ne? Irgendwie hätte das, glaube ich, schon was. Ja. Aber man muss auch aufpassen. Ich glaube, das wird öfters so sein, diese Szene. Ja, dass jemand reingeht. Ah, er zielt auf mich. Das wird öfter so sein, wollte ich gerade sagen, dass er so wahrscheinlich... Man sich dann so auf sich zielt, beide so gegenseitig, und dann halt versucht rauszugehen, wieder beide. Das war gerade so bei dem einen und mir, glaube ich, bei dem Gegner und mir. Aber wir haben einen weiteren Sieg eingeheimst für Team Antigurke. Ah, das Thema ist so cringe. Splatoon! Aber die Musik ist gut. Auf zu Match 2. Curbs, I love DSi. Meint er damit den alten DS? Weiß ich nicht. Und Leia. Und wer sind so die Gegner? Achso, stimmt, es gibt ja auch diese Power dort, gell? Stimmt, das ist ja wie bei den Liga-Kämpfen. Da gibt es auch diese Power. Da wird es dann wahrscheinlich wieder in der Rangliste so übelst krasse geben. Aber was ich krass finde tatsächlich ist, dass wir noch bisher nicht gegen das gleiche Team gekämpft haben. Es gab es ja früher auch ganz oft in Splatoon 1, dass man immer gegen sein gleiches Team gekämpft hat, weil es vom anderen nie gefunden hat. Aber ihr seht hier, läuft eigentlich, ne? Man findet eigentlich immer die richtigen. Also die Gegnerteams von dem anderen Splatfest-Seite. Von der anderen Splatfest-Seite. Und wieder die Wandelzone. Ja, die ist cool. Warum nicht? Die gönnen wir. Also eigentlich ist es am coolsten, wenn wir die spielen, weil die anderen Maps, die kann man immer spielen, aber die hier nicht.
Und in der Form wird sie wahrscheinlich auch sonst nie wieder zu sehen sein. Deswegen genießen wir doch jedes Match, wo wir auf dieser Wandelzone spielen können. Welche absolut abgefahren ist und cool, ja genau. Weil diese Kanonen-Idee schon echt cool ist. Vielleicht bauen sie dieses Jahr auch tatsächlich mal so in eine neue Map ein, das kann schon sein. So, jetzt müssen wir erst hier mal so unser Grundterritorium aufbauen. Und dann heißt's... Oh, dass unsere Teammates sterben, okay. Nicht so cool. Nein! Oh mein Gott, dass ich das noch überlebt habe. Der Rolle sei Dank, ne? Oh nein, die Gegner haben den Turbo Blaster. Oh, Turbo Blaster sind so eklig. Diese Map ist so cool, das fühlt sich gerade für mich an, also wie so eine Arena von Mario Kart Battle. So, das so fühlt die für mich sich an, so ein bisschen. Wie so eine Battle-Modus-Arena von Mario Kart. Nur halt in Splatoon. Ah, da hat er Angst gekriegt, ne? Weil ich dort. Oh, ich hab ihn gekillt, echt klar. Da hat er Angst gekriegt, ne? Weil wenn da jemand reingeht, kann man natürlich auch abschießen. Aber mein Ziel ist schon, dass ich vielleicht einmal schaffe, jemanden mit dieser Kanone zu killen. Das wäre schon ganz cool. Versuchen wir es doch jetzt. Ah, ich wollte da gerade reingehen. Oh, jetzt geht da mein Teammate rein. Nein, Hilfe. Ja, versuchen wir doch den da oben aus seiner Kanone rauszulocken. Ah ja, ich dachte schon, er wäre zu fokussiert gewesen, dachte ich. Oh ja, ich habe ihn damit gekillt. Cool. Jetzt würde ich mich natürlich interessieren, was bei ihm da steht. Gekillt mit Superkanone oder wie? Oh mein Gott, sind das viele Schwarmraketen. Ja, ja, ist schon klar, der da hinten, der stellt sich die ganze Zeit an seine komische Kanone und versucht damit einfach dann abzugehen. Oh lol, bei beiden Teamkill gekriegt. Nice. Hier haben wir mit die Schwarmraketen anvisiert, das heißt, wir können mal kurz da reingehen. Ach so, unser Teammate ist drin. Uah, Hilfe. Ich will es nicht unbedingt erfahren, was dann da steht, wenn man davon besiegt wird. Autsch. Nein, jetzt ist hier so eine riesige Regenwolke von dem. Okay. Match gewonnen oder verloren, ich weiß nicht. Ja, es könnte gewonnen sein. Nice. Aber auf jeden Fall, das war schon ganz cool, wie ich den einen mit der Rakete da gekillt habe. Es war richtig knapp, weil ich habe gesehen, dass von der anderen Seite, glaube ich, der eine mit der Rakete auch auf mich geschossen hat, so. Super Anti-Gurken-Fan, yay. Und was für einen Effekt kriegen wir denn? Bombenschutz. Ja, Bombenschutz ist ganz okay eigentlich, finde ich. Bombenschutz ist halt eigentlich ganz nice, weil es halt vor, also den Schaden von sämtlichen Bomben schwächt, also Insta-Bomben, Haftbomben, Robobombe, Curling-Bombe und so weiter. Aber es ist halt nur so ein Mini-Bonus, ne? Wenn du natürlich deine komplette Rüstung auf Bombenschutz baust, würde mich natürlich interessieren, ob du dann vielleicht tatsächlich eine Explosion von einer Curling-Bombe, wenn du daneben stehst, überleben könntest. Ich weiß es nicht, ich glaube eigentlich nicht. Aber falls ja, dann wäre es tatsächlich relativ cool, muss man sagen. Aber ich glaube es nicht. So, die einzige Map, die wir jetzt bei meiner Rotation hier noch nicht hatten, war Perlmutt Akademie. Aber Wandelzone ist wie gesagt eh cooler. Cat PNG, John Nash, Bayank und Bubble Boy hatten wir glaube ich schon, oder? Ich glaube, der war vorher gerade schon unser Gegner. Und nochmal die Wandelzone, yay! Die Gegenden sind halt immer voll so an den Story-Modus gerichtet, weil da sehen sie die Hintergründe und alles und dieses Design immer voll genauso aus wie hier in diesen Wandelzonen. Das ist relativ witzig. Haben wir hier einen AFK-Stander? Oh,
Also Alexis kann gerne wieder aus unserem Team rausgehen. Ah, ich wollte den vierten noch mit amüsieren, schade. Okay, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Wie gesagt, ich plane dort nur selten reinzugehen, nicht allzu oft. Aber ab und zu kann man dann schon mal reingehen und sich den Spaß gönnen. Oder jetzt wie ihn dort rausscheuchen. Ach, oder er bleibt drin stehen und stirbt daran. Kann halt auch sein, ne? Also kommt davon, wenn man zu viel an diese Kanone denkt. Ach, den habe ich schön von hinten. Boah, Hilfe, das ist ein Sniper. Nein! Ah, oh, das ist ein guter Sniper. Oh. Alexis, du bist ein Lappen. Also Alexis wird der Beschuldigte sein, wenn Team Anti-Gurke verliert. Er ist insgeheim ist er ein Gurkenfan. Meine Fresse, boah! Als ob ich jetzt nicht genug Tinte hatte, um meine Insta-Bombe zu werfen. Die hätte ihn locker, glaube ich, gekillt. Na komm, geh halt rein. Aber ich dachte gerade schon, ich wäre Profi-Sniper gewesen. Ich hätte den da weggesniped. Das wäre ein bisschen cool gewesen. Oh mein Gott, ist das ein guter Sniper. Wie ich sie hasse, diese guten Sniper, Mann. Man merkt schon, das ist so ein richtiger Liga-Kämpfer, so einer dieser Real-Life-Losen. Ja, wir haben aber auch einen AFK-Spieler, ne? Also das, oder sagen wir einen, der wenig macht. Deswegen kämpfen wir im Prinzip mit einem Mann weniger. Was es uns nicht leichter macht. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen die Kämpfe zu meiden und nur zu färben, was das Zeug hält. Seht ihr vielleicht auch an meiner Punktzahl, dass ich das gerade überwiegend versuche? Nein, da ist der Sniper, Hilfe. Sniper einfach aus dem Weg gehen. Bei der Map, die so groß ist, ist es nicht so schwer. Nein, Bubble Boy. Ah, da haben wir leider verloren. Aber sorry übrigens, falls ihr meinen Laptop hört, ich weiß es gar nicht. Also der arbeitet ziemlich laut, während er das Video aufnimmt. Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Falls ja, tut mir sorry. Alexis gibt sich zu Recht einen Facepalm. Aber da machst du nix. Ein Match geht noch. Oder ist es erst das dritte Match, was jetzt ansteht? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, ich glaube, es ist das vierte Match. Naja, wir machen auf jeden Fall noch eins. Wenn es drei sind, dann sorry, dann habt ihr halt jetzt mal einen etwas kürzeren Part. Wenn es nicht so ist, dann habt ihr halt einen etwas längeren. Und irgendwie kommen wir immer mit den gleichen Leuten ins Team. Na, außer jetzt Alex, ich weiß gerade nicht, wie er hieß. Aber auf jeden Fall, der ist der Einzige, der glaube ich nicht... Also Schuh haben wir auf jeden Fall gerade schon im Team gehabt. Aber wir kämpfen nicht gegen Bubble Boy, sondern gegen andere. Geben wir unser Bestes. Und wieder die Wandelzone. Stimmt, es ist jetzt sogar so, dass wir gleich in dem Part nur die Wandelzone hatten. Es wäre jetzt witzig, wenn im nächsten Part, also im letzten wahrscheinlich, den ich noch mache, dann nur die ganze Zeit die Perlmutterakademie wäre. Das wäre irgendwie schon voll lustig. Vor allem, weil ich mache ja alle Matches hier, ohne dass ich ein einziges Offscreen zwischendrin gemacht habe. Also es ist nicht so, dass ich das als Spaß zusammencutte. Ihr seht ja, wie uncut es ist. Deswegen ist es voll witzig eigentlich, wenn dann im nächsten... Na, du lässt ihn am Leben. Danke. Naja, er ist doch tot. Na. Schade, ich konnte mein Teammate nicht mehr retten. Das ist nicht so cool. Geh mal aus der Kanone da hinten raus, bitte. Danke. Du gehst da nicht rein. Ah, aber mein Teammate war drin, ne? Uncool.
Mein Teammate ist gestorben. Und es kommt Schwarmraketen für Schwarmraketen auf uns eingehagelt. Habe ich noch mal gesehen, dass er gerade so zurückgeschwommen ist. Ich dachte erst, vielleicht ist er da rüber, aber ich habe ihn dann noch zurückschwimmen sehen. Wow, was ist denn mit dem? Unser Internet ist ja mal mega crazy. Wolltest du greedy sein, ne? Ja, ja. Bisschen campen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Tut mir leid. Genau. Wow. Ja, ja, ja. Du hast es versucht. Das war ein schönes Doppler-Duell. Die Doppler-Duelle machen schon immer Spaß. Wenn dann beide immer so richtig oft ausweichen, so. Das macht schon Spaß. Oh nein. Aber mein Kumpel habe ich gerecht. Ja, ja, das ist immer so witzig, weil die versuchen alle immer die Kanone die ganze Zeit zu bewachen. Das Witzige ist, ich mache das dann im Prinzip auch, weil viele halt dann immer in die Kanone reingehen. Aber ich gehe nicht in die Kanone rein, sondern bewache sie auch. Du bist mein. Du färbst hier jetzt mal kurze Zeit nicht ein, bis du wieder belebt bist. Ja, Kill ist schon auch wichtig in Splatoon, ne? Oh, oh mein Gott. Ich glaube, der hätte mich gekillt. Im Nachhinein noch. Schwarmraketen für euch. Die freuen euch doch bestimmt. Wir freuen euer Herz. Wow, der lebt sogar noch. Nicht cool. Ja, coole Aktion, Leute. Das war nicht so coole Aktion vom Gegner, weil da wäre ich fast ums Leben gekommen. Oh, den hat er gleich richtig cool besiegt. Mit der mit der Rakete. Na, da hat er nochmal Schutzschild gehabt. Habt ihr es gehört? Wo ich auf ihn drauf geschossen habe, am Ende hat es dieses Schutzschildgeräusch gegeben, weil wenn man auf einen Gegner noch schießt, wenn so Ende ist, dann kriegt er irgendwie so ein Schutzschild, keine Ahnung. Ist komisch. Aber wir waren ein gutes Team, Leute. Das war's dann mal mit dem Part von Splatoon 2, Splatfest. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir den letzten Part noch von Splatoon Splatfest haben. Vielleicht sehen wir da dann auch noch die Perlmutt-Akademie. Also bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, euer Andy Gamer.